Viele Menschen halten Zugang zu frischem Trinkwasser für ein Grundrecht. Aber 884 Millionen Menschen haben diesen Zugang nicht. Sie trinken Wasser, das viele Krankheiten überträgt. Leider sterben jährlich 3,5 Millionen Menschen als Folge davon. Was, wenn wir ihnen einen Wasserbrunnen bohren würden? Die Folgen wären, 1000 Menschen haben bis zu 25 Jahre lang Zugang zu frischem Wasser. Ein Dorf entrinnt dem Teufelskreis aus Krankheit und Tod. Frauen müssen nicht mehr täglich stundenlang Wasser tragen. Kinder können zur Schule gehen. Menschen haben mehr Zeit für die Arbeit auf ihren Feldern. Und die gesamte Wirtschaftsleistung steigt. Aber wie soll das gehen? Gain trifft sich mit der örtlichen Regierung, um Gebiete auszuwählen, die besonders dringend sauberes Wasser brauchen. Dann bewerben sich Dörfer um einen Wasserbrunnen. Bohrteams installieren in Dörfern mit dringendem Bedarf einen voll funktionsfähigen Brunnen. Nachhaltigkeit. Die Dorfbewohner bezahlen für jeden vollen Wassereimer eine kleine Gebühr. Das Geld wird auf ein Bankkonto eingezahlt, von dem Reparaturen am Brunnen bezahlt werden und Dorfprojekte wie der Bau von Schulen oder Gemüsegärten. Durch die Schulung des Brunnenkomitees bekommen die Dörfer die Chance zur Entwicklung. Das Komitee lehrt die Dorfbewohner die Brunnenerhaltung und den bestmöglichen Wassergebrauch. Auch finden Seminare über Hygiene und Gesundheitspflege statt. Manchmal gibt es auch Schulungen zur Gleichstellung der Geschlechter. Dort lernen sie die Rollen anderer wertzuschätzen. Manche besuchen außerdem eine Klinik für Zahn- oder Allgemeinmedizin, wo Krankheiten behandelt werden, die durch langjähriges Trinken von verschmutztem Wasser entstehen. Da nun ihre körperlichen und geistlichen Bedürfnisse gestillt werden, erfahren die Dorfbewohner eine entscheidende Lebensveränderung. So gelangt Gottes Liebe in Wort und Tat zu notleidenden, bedürftigen Menschen auf der ganzen Welt.